Also vor der EM haben wir drüber gescherzt. Mittlerweile sagen wir es vielleicht immer noch im lustigen Zusammenhang, was wir da so für Ziele haben. Aber ich glaube, da steckt bei jedem schon so ein bisschen dahinter, was er wirklich vorhat. Und ja, ich will zweimal Gold holen, aber das ist kein Spaß. Ja, wir sind hier in unserem Kraftraum. Hier wird öfters mal Schweiß und Tränen vergossen. Ja, es macht nicht so viel Spaß, aber es muss halt auch sein. Tom und ich haben durch den Europameistertitel schon die Qualifikation für Tokio erfüllt. Ja, für mich bedeutet es schon sehr viel, weil die letzten 2 Jahre nicht ganz optimal liefen. Und dann tut natürlich so ein Titel und dann halt die direkte Qualifikation sehr gut. Natürlich ist Krafttraining auch ein wichtiger Teil unseres, ja, nicht täglichen Trainings, aber wöchentlichen Trainings, auch als Ausgleich zum Tischtennis. Ich sag mal, ab jetzt beginnt quasi auch schon die Vorbereitungsphase für Tokio. Ja, deshalb ist das schon auf jeden Fall Thema. Allerdings jetzt noch Jahresausklang, aber Anfang nächsten Jahres geht es dann richtig los. Durch die Weltrangliste kann ich mich ja auch qualifizieren und da stehe ich, glaube ich, ganz gut da. Die Qualifikationsphase geht noch bis März, aber ich denke, das sollte hinhauen.